Ja, meine Freunde, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es wird mal wieder Zeit für ein Wettbewerbs-Gameplay und heute spielen wir Nebula-Platz. Die Sache ist nur die, das Intro, das ich hier gerade aufnehme, das findet jetzt einige Wochen später statt, beziehungsweise eine Woche später, denn eigentlich ist schon wieder FFA-Wettbewerb, aber ich bin gerade dabei, das Nebula-Gameplay zusammenzustöpseln. Ist mir aufgefallen, dass ich noch gar keine Einleitung drin hatte. Dementsprechend jetzt eben hier nachträglich. Also mal gucken, wen wir da so bekommen haben. Und von wem ich so richtig auf die Schnauze gekriegt habe. So, Runde Nummer 1 auf Nebula Platz. Wir spielen gegen War Daddy. Okay, geiler Name. Gut, wir gehen natürlich instant los mit unserem Sieger, ne, wie in der... oder auf der, in dem Video beschrieben, ne, wo ich euch letztens die Maps vorgestellt habe, ist das hier ein sehr, sehr guter Spot für Seeker. Ja, Vorführeffekt. Gut, auf jeden Fall sind wir mit Seeker direkt wieder raus und was, er spielt einen Panther, der ist noch nicht ganz gemaxt, mit Minigun 12. Ja, eine sehr abenteuerliche Kombination, sag ich mal. Für abenteuerliche Kombinationen ist in meinem Kleiner eher Protect zuständig, der spielt ja gerne mal solche Sachen wie Ember Gun 16 auf Panther oder so. Water, die ist auf jeden Fall schon mal raus. Wir führen auch direkt mit 3 Kills. Oder auch Disruptor auf Panther und so ein Zeug. Würde ich jetzt niemals spielen, aber er hat wohl große Freude daran. Ja, ein wandelnder Kuriositätenladen, der Typ. Dann schauen wir mal. 7-5, wir sind jetzt noch 2 Kills in Führung. Wir sind gerade im Tarnmodus, also stürmen wir hier mal die Base von denen. Oh weh, das scheint so, als würden wir das nicht überleben. Zumindest nicht besonders lange. Oh, der Tarnmodus ist zu Ende. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, wann mein Tarnmodus zu Ende ist und habe mich nicht rechtzeitig zurückziehen können. Trotzdem haben wir noch einen mitgenommen. Wir führen immer noch um 2 Kills. Es steht 10-8. Wir gehen los mit unserem Solis. Ein ziemlich nicer Mech. Wie gesagt, ich habe letztens erst das Video dazu gemacht. Kein Must-Have, aber wirklich, wirklich cool und bietet sehr, sehr viel Spielspaß. Und vor allem im FFA ziemlich interessant, der Mech. Ja, gut. Oh, wer kommt da? Das überlebt man nicht, okay. Dann gehen wir mit unseren Repeatern auf unserem Nomad los. Eine Waffe, in die ich mich auch immer mehr verliebe tatsächlich. Also am Anfang war ich ja gar nicht begeistert von der, weil die macht halt schon ein bisschen wenig Damage. Aber mit dem Dash zusammen ist das natürlich eine geile Waffe. Nomads sind halt immer ein Problem. Also wenn die gedasht sind, kriegst du die halt echt kaum weg mit Repeater. Aber das trifft auch auf andere Waffen zu. So, dann haben wir direkt mal 2 Stück weggeholt, 3 Stück weggeholt. Schaffen wir noch den 4.? Na, schade, durchgedasht. Oh, der Red Ox dann. Okay, aber wir haben die erste Runde für uns entscheiden können mit 5 Kills Vorsprung. Wir gucken mal, ob es jetzt nochmal besser mit unserem Sieger klappt. So, wo ist er denn? Oh, Daddy, da ist er ja. Hallo. Welch ist er, der Kamerad? Vielleicht kriegen wir den auch noch weg. Jawohl. 2-1 und da sind wir wieder hinter unserer Wall. Auf der Map natürlich ganz wichtig, immer die Flanken im Auge zu behalten. Ihr könnt hier extrem leicht umlaufen werden. Ne? Ihr seht hier rechts am Ausgang und links am Ausgang, da können auf einmal gegnerische Mechs auftauchen. Und dann guckt ihr mit dem Ofen ins Gebirge und auf Wiedersehen, War Daddy. Aber der hat uns mit seinem Effekt... Oh, das war knapp, Leute, das war knapp. Wäre ich jetzt nicht wegteleportet worden, wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Oh, da kommt ein Nomad. Sehr nahe, gefährlich nahe. Kriegen wir den? Nee, der wurde uns geklaut. Unverschämtheit. So, dann teleportieren wir uns mal hinter dem Boy. Zack. Wo ist War Daddy? Ah, da hinten. Ich habe gerade gesehen, da hinten, da spielt er wieder seinen Panther. Okay, aber wir haben noch einige Sekunden, bis wir uns wieder teleportieren können. Theoretisch könnte man hier auch aufs Nachladeimplantat verzichten, ne? Weil die Zeit, die du halt benötigst, um wieder springen zu können, reicht in der Regel auch fürs Nachladen. Okay, dann haben wir den hier weggehauen. Jetzt finde ich War Daddy schon wieder nicht mehr. Jetzt ist er hier. Okay. Ja, der verschwindet aber immer wieder, bis ich... Ja, seht ihr? Bis ich wieder teleportieren kann, ist der wieder weg. Das ist echt ungünstig. Ja? Ah, ne, das ist er nicht. Ach, meine Güte. Ja, teleportieren wir uns mal hier hin, mal schauen. Zack. Noch, nee. Kommt schon, einen Schuss mehr, dann wäre es das gewesen. 2 Kills sind wir jetzt vorne dran. Im Moment. Na, verreckst du, verreckst du, du verreckst. Du verreckst, sehr schön. So, dann schnappen wir uns den hier auch gleich noch. Boah, der hat uns natürlich direkt seinen Ionenpot angeheftet. Die Bots schießen ja nicht daneben, ne?
So, 3, 2, kriegen wir noch was, komm. Nein, okay. Auf jeden Fall, Runde 2 haben wir auch wieder mit 5 Kills Vorsprung gewonnen. Insgesamt haben wir 10 Kills mehr gemacht. Dreimal MVP tatsächlich. Sehr, sehr schön. Sogar 3 Kills mit Repeater, 19 Kills insgesamt, 372 Punkte haben wir gemacht. Und der gute Waddy hat 7 Kills und 84 Punkte. GG. So, dann gucken wir mal, wen... Oh, Mambo. Ach nö. Ja gut, ja, wir gehen einfach mal nach Schema F vor, mal gucken, was er macht. Das Problem ist, er kennt mich, er weiß, wie ich spiele. Mann, okay, wir gucken, ob wir ihn kriegen. Schande. Ah, scheiße. Ich wusste, dass das passiert. So eine Grütze. Ja, Mambo ist ein extrem guter Spieler. Extrem aktiver Spieler. Vor allem haben wir das Gefühl, er macht nichts anderes. Ah, schade, den hätte ich mir sicher jetzt gerne die Rache-Medaille geholt. Es steht momentan 4-4. Für niemanden, offensichtlich. So, okay, Tarnmodus ist jetzt hier over. Ah, scheiß Nomad. Komm. Zack, 6-6. Ah, kann ich gleich knicken, kann ich mich gleich wieder hier. Na, Dingsen. Zack, jetzt komm her, Mambo. Jetzt komm her. Hä, was soll das? Ah, die Runde läuft aber nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Zack, weg ist er, der gute Mambo. Smiley nach oben, das freut mich. So, schauen wir mal. Momentan bin ich einen Kill in Führung. Die Frage ist, was macht er jetzt? Also ich sterbe erstmal. Weiß ja nicht, was ihr so macht, aber mich hat ja erstmal der Onyx richtig schön weggehauen. Ich habe noch 2 Boards übrig. Jetzt kommen wir hier mal mit Repeater. So, hauen wir den hier erstmal weg. Oh, Mambo hat seinen Seeker dabei. Ah, und er teleportet nicht, weil er da hinten steht. Nee. okay, ja. Mann, das läuft hier echt ungünstig, Leute. Ich bin gleich bot-out. Ich habe noch einen einzigen, den Solis. Schauen wir mal, aber den kann der mit Sika auch easy rausholen. Zack, jetzt sind wir wieder einen Kill in Führung. Ich gehe mal mit dem Rücken zur Wand. Ah, der wird neben mir. Ja, dachte ich mir. Na, und ich bin bot-out. Scheiße. Mamo, du Arschloch. Ah. Oh Mann, okay. Gucken wir mal. 2. Runde. Ich mache nochmal. Er weiß genau, dass ich das gleiche nochmal mache, aber egal. Gucken wir mal. Und? Hm? Oh, ja. Déjà-vu. Ja, ich sehe schon. Das wird nix. Mensch, Eckhart. Werner, du kannst mich doch nicht so vor meiner Abonnentschaft blamieren. Gibt's doch nicht, ey. Mann, wann habe ich denn das letzte Mal ein Spiel verloren, ey? Ja, ehrlich gesagt, habe ich gerade keine Taktik. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich mich verhalten soll, um das zu drehen. Aber, ja. Nein. So eine Scheiße. So eine verfluchte Scheiße, Alter. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, wir gehen los mit Repeater. Mal gucken, was wir damit noch reißen können. Da kommt der Onkel. Jetzt komm her. Oh. Jetzt komm her. Komm. Jawohl. So muss das. Ey, fick dich doch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, es steht 8-9 für ihn. Ja, dann gehen wir halt wieder los mit unserem Orion. Mal gucken, was damit so geht. Ob da sowas noch geht. Oder ob er schon wieder mit Sika ankommt. Also du kannst halt mit Orion und mit Solis kannst du Sika halt gar nicht auskontern, leider. Die sind auch nicht wendig genug, dass du irgendwie abhauen könntest oder so. Super, jetzt bin ich noch aus Versehen auf den Schussknopf gekommen und hab den letzten Schuss auch noch raus. Jetzt ist ja schon wieder 3 Kills in. Ja, das kann ich doch voll vergessen, Junge. Und daneben schießen du mal auch noch. Und schon wieder daneben geschossen. Jawohl, geballte Inkompetenz. Ah, oh, Junge, was ist das für eine Runde, ey. Jawohl. Ach du Scheiße. Ach was. Er hat schon den Cyber Cyclops Skin? Wusste gar nicht, dass Mambo schon fertig mit dem ist. Ich dachte, der wollte nur den Goldfuturist. Ja, die Runde ist echt scheiße gelaufen. Ja, GG Mambo. Alter, hat der mich verhauen, ey. Ist ja nicht mehr normal. Und trotzdem ist First und Second MVP geht an Bot. Okay. Ja, so eine. Okay, ich habe 10 Kills, ich habe 105 Punkte. Mambo hat 12 Kills und 207 Punkte. GG.
So, dritte Runde. Schauen wir mal. Oh, das ist ein 2v2 tatsächlich. Mit dreimal KSOA. Ich habe einen von denen in meinem Team und zwei im Gegnerteam. Ich gehe mal los mit Zika. Oh, die eine Runde gegen Mambo, die schmerzt schon ein bisschen. Oh nee, was spielt er denn hier? Ein Brickhouse mit... Okay, naja, vielleicht kann das ja ganz gut. Der muss hier auf jeden Fall den Schild wegklopfen, damit ich hier mit meinem Zika hin kann. Jawohl, Schild ist weg. Zack, 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 zack. Und weg damit. Ja, erstmal 3 Kills geholt. Jetzt sind wir hier 4 Kills vorne dran. Dann schauen wir mal. Oh, wo sind sie? Da kommt ein Bot. Den kriege ich vielleicht so. Jawohl. Hä? Was? Wo? Ah, ein Eclipse mit Graviton Beam 10. Er ist aber nicht auf Max, der Eclipse. Aber interessante Kombi auf jeden Fall. Das sieht man auch immer mal wieder. Eclipse mit Graviton Beam ist keine Kombi, die ich jemals spielen würde. Nicht mal Just for Fun. Gehört aber, glaube ich, zu den Erfolgen von Eclipse, wenn mich nicht alles täuscht. Also würde ich sie spielen für die Erfolge. Nein! Oh, mein Eclipse. Mein schöner Eclipse. Oh, okay. Da ist jemand noch mit Arctorrent unterwegs. So, dann gucken wir mal. Das hier ist auch eine super Position. Da kann man schön hinter in den Spawn der Gegner schießen. Ja, insbesondere Bots spawnen hier halt sehr, sehr gerne. Oder auch... Hä? Ah, hi. Tschüss. So. Aber auch insbesondere Gegner spawnen hier wirklich sehr, sehr gerne. Ist mir aufgefallen in den letzten Tagen des Spielens. Ich habe sehr, sehr viel gespielt, die Maps. Ich finde die auch mega cool. So, dann haben wir hier erstmal den Bot gemortar. Ernsthaft? Okay, damit haben wir die Runde auf jeden Fall gewonnen. Also auf der Map spielt man doch keinen Mortar. Also wirklich nicht. Das ist das Letzte, was man auf der Map machen sollte. Ich meine, klar, es ist theoretisch möglich. Im mittleren Bereich kann man mortern. Aber insbesondere die Spieler, die es ja auch teilweise im Team-Match rauszunehmen gilt, insbesondere die sind oder halten sich in der Regel halt an den Flanken auf und nicht mitten im Spielfeld. Schon allein, weil du da halt sofort von den Bots weggekillt wirst. Ja, never change a running system. Wir gehen hier direkt wieder rein mit Zika. So, wo sind sie? Wo ist er, der Russe? Da hinten ist wieder der eine Max da gewesen. Aber der hat wieder seinen blöden Schild an, da kann ich jetzt gerade nicht hin. Da ist Goran. Hi Goran. Tschüss Goran. Oh, ich hab's überlebt, Gott sei Dank. Ich dachte mir gerade für eine Sekunde, ich muss den Mech wechseln. Aber nee, mit 80k können wir sogar noch ein bisschen was reißen. Also wenn mir eine Sache aufgefallen ist bei Zika, dann, dass du stellenweise tatsächlich, obwohl der komplett Lowlife ist, noch was reißen kannst. Finde ich mega. So, dann klatschen wir erstmal den hier weg. Und sonst ist hier keiner? Okay, dann halt nicht. Ach, da wäre Goran gewesen, aber den habe ich überhaupt nicht gesehen. Nein, 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 nein. Okay, der ist weg. Dann changen wir hier mal auf unseren Eclipse und holen uns den Goran. Zack, weg ist er. Wir sind momentan nur ein Kill in Führung. Hier ist wieder der gute Max mit seinem Eclipse. Jetzt ist er wieder weg. Und hier haben wir... Okay, keine Ahnung, ist tot. Ja, Eclipse ist natürlich auch... Also Nahkampf ist auf der Map auch mega, mega cool. Wie gesagt, Rivalen kann man auch sehr gut. EM-Rival würde ich hier tatsächlich nur bedingt mitnehmen. Eben nur, wenn man wirklich an den Flanken spielen möchte. Also quasi nur als Team. Ah, er hat einen Zephyr dabei gehabt. Und der Max hat mich weggeholt mit Carbine auf Search. Das sind schon ziemlich Oldschool-Kombis, die hier teilweise noch dabei haben. Carbine auf Search, das war so ein Versucherchen, sage ich mal. Ja, komm, 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 komm. Ja, ja. Komm, 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 komm. Ach, Mist. Ja, das ist der Nachteil an Repeater. Der ist ziemlich schnell leer und macht dann bloß kurz so ein paar Schuss. Und ach, die, ja. Aber hey, ziemlich Lowlife auf jeden Fall. Das heißt, er dürfte nicht mehr lang... Ah gut, die Runde ist eh vorbei. Nee, Nachspielzeit tatsächlich. Steht 15-15. Was ist denn da los? Was ist denn da los zur Hölle? Okay, der Max ist auf jeden Fall nicht ernsthaft. Komm, 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 komm. Jawohl. Haben wir noch. Und wir haben das sogar überlebt, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann schauen wir mal, ob wir diesen Null-Entry rausbekommen. Natürlich schießt daneben, Hypo. Alles in Ordnung. So machen das wahre Profis. Aber jetzt, ja, bumm, weg ist er. So, und damit haben wir die Runde wieder gewonnen mit 5 Kills Vorsprung. 2-0 für uns. First MVP ist unser Tarik Zubarik mit 7 Kills.
Ich bin nur Third MVP mit 6 Kills auf Sieger. Insgesamt habe ich 17 Kills gemacht, 263 Punkte. Und im Gegnerteam 2x10 Kills und mein Teammate auch 10 Kills. Ja, GG an der Stelle.